Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem Sturm, der hier gerade aufkommt, wo der Drachentöter Geralt von Riva sich noch kürzlich richtig schön ausgetobt hat. Wir wollten aber eigentlich das Ahnenfest weitermachen und dafür in Richtung Sumpf weiter, beziehungsweise erstmal dieses Dorf mit dem Anschlagbrett aufsuchen. Vielleicht finden wir da ja mal wieder ein kleines bisschen Hexerarbeit, die uns weiter zurückwirft, was die Hauptstory angeht. Man hat ja keine Ablenkung hier. Oh, das sieht schön aus, das Gewitter. Das sieht schön aus. Ein Sturm, verdammt. Ach, Blitzmerker. Wow. Was sind das denn hier für Strahlen, die da ausgehen? Das ist ja fast schon göttlich. Ignatia-Blüten. So, für alle Fälle schon mal etwas Schutz. Aber ich hoffe, dass ich jetzt ohne weiteren Kampf in das Dorf komme. Allerdings ist so ein gerissenes Tier nicht das beste Anzeichen. Oh. Und eine Leiche mit Blumen. Aber ich denke, das war der kleine Drache, den wir kaputt gehauen haben. So zumindest meine Vermutung. Zwei Zahnblüte. Schöner Blumenname. Fast wie Löwenzahn, nur mit weniger Zähnen. Oh, hast du Angst vorm Wetter? Ausländer. Oh, hallo. Ach, auf einmal freundlich. Ausländer. Die gehören heutzutage. Ich glaub's nicht. Aber die sind ja alle so drauf. Kannst du das auch? Ja, kann ich. So, haben wir hier irgendetwas Schönes? Ein Schmied haben wir. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Oh, der denkt ja an alles. Ich kann Gwyn spielen im Sturm. Zeig mir deine Waffe. Aber ich glaube nicht. Oh, was hat er denn Schönes? Ein meisterlich gefertigtes Silberschwert. Das ist auch nicht schlecht. Lanz, das könnte ich sogar jetzt schon ausrüsten. Würde mir gegen Monster einiges erleichtern. Aber 400 Gold sind natürlich ein ganzes Stückchen. Oh, Runensteine sind ja auch richtig teuer. Die finde ich auch mal lieber irgendwo im Loot, weil 400 etwas für so einen Runenstein. Eieieiei. Velena Langschwert? Nee, muss nicht sein. Oh, eine Schatzkarte. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Bis dann. So, ich habe auch noch, ja, das Inventar kann noch ein kleines bisschen was fassen. Ah, nee, ich wollte weiter ins Dorf rein. Boah, das ist aber auch ein Stürmchen hier. Nicht ganz ohne. Da kann ich kämpfen. Dann mal gleich schauen, ob ich irgendwas finde. Torf zum Heißen und Schrubben. Kartoffelfäule. Ein paar Worte zu Bifron. Nee, das sind alles keine Aufträge. Monster in meinem Anwesen. Das klingt doch schon mal interessanter. Gut.
Gute Leute, mein Familienhof, der Rückerhof, ist vom Monster befallen. Das Anwesen und die Umgebung wurden besetzt. Man wagt kaum einen Blick zu riskieren, ganz zu schweigen davon, dort zu leben. Aber ich hab doch sonst nichts. Ich bitte um Gnade. Wer sich erbarmen kann, einer alten Frau in der Not zu helfen, der soll zu mir kommen. Ich biete meine ewige Dankbarkeit an. Dolores Rückkehr. Naja, Dankbarkeit macht nicht satt, aber mal nachschauen. Auftrag, wenn ich bloß wüsste. Gute Leute, im Wald fand ich neulich seltsame Spuren, auf die ich mir keinen Reim machen konnte, obwohl ich schon seit vielen Jahren Jäger bin. Ihr kennt mich, ich mache nicht leicht Geschrei, aber dies verspricht Ärger und wir sollten uns alle in Acht nehmen. Wer etwas beobachtet oder glaubt, die Spuren identifizieren zu können, komme zu mir. Jäger von Lindenthal. Und noch ein Auftrag. Leute aus Lindenthal und Umgebung, wenn euch ein Gang über den Friedhof vorschwebt, dann vergesst das sofort. Dort haust etwas Böses, das Gräber aufwühlt und sonstigen Schaden anrichtet, in letzter Zeit sogar die Leute anfällt, die den Friedhof betreten und sogar den Jungen des Müllers entführt hat. Wer ein Gramm Verstand hat, bleibt dort weg, und wer den Mut und das Können hat, das Monster zu erlegen, soll für seine Mühe entlohnt werden. Das klingt erträglich. Das macht auch satt. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Auftrag, die lustige Witwe, das klingt ja gut. Und hier kann ich mir, glaube ich, auch noch mal was hinzuverdienen. So, ja, das ist der Buchmacher. Kämpfst du gegen? Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Hey, ja, ja, ich hopp ja schon. Da setze ich doch mal alles, was ich habe. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Sehr kreativ. Geralt von Riva, der Hammer. Das macht Sinn. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht kann ich ihm danach ja den Sack Mehl überlassen. Schauen wir einfach mal nach. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Wenn nicht, hat er Pech. Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Wer sich auf Zweikämpfe einlässt, der muss damit leben. Mund halten und kämpfen. So, und jetzt mach ich dich kalt. Hahaha. Haha, Konter. Das ging doch fix. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgelegt. Aber sowas von. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Du musst jetzt wird er wirklich kreativ. Wozu warten? So, kann ich dem noch irgendwas geben? Fischfresser. Was willst du? Kann ich tatsächlich. Wunderbar. Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das... Oh, danke, Meister. So, und schon sind alle glücklich. Was will man mehr? Wieder so eine scheiß Bekanntmachung der Nilfgaarde. Will niemand wissen. Nein, nicht so laut hier. Ah, oh, die Männer des Barons mal wieder. Mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde.
Ja, die ist doch selbst in der Taverne. So, Wirt, was hast du mir zu sagen? Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Warum hat der reines Silber im Angebot? Und leere Flaschen? Wenn ich in die Taverne gehe, möchte ich volle Flaschen haben. Dann möchte ich was trinken. Und der hat nur Wasserflaschen und leere Flaschen. Und die Speisen muss man sich bis auf Hühnerbein auch selbst zusammen machen. In die Taverne gehe ich nie wieder. Leb wohl. Das ist ja grauenhaft. Do it yourself essen. Brau dir deine eigenen Getränke und koch dir deine eigenen Mahlzeiten. Nee, das muss nicht sein. Quests, da habe ich ja jetzt ein bisschen Neues. Zum Beispiel das mit dem Fall des Hauses Rücker. Ist für Stufe 6 schon mal nicht schlecht. Oh, ja, ein paar hochlevelige Sachen gibt es auch. Ja. Okay. Sehr unterschiedliche Level, die angegeben werden. Oh, eigentlich müsste ich dort am besten hin. Dann mache ich einfach mal so einen Weg. Vielleicht hier über das Dorf. Irgendwann komme ich schon hin. Aber das eine Dorf will ich gerne noch als Zwischenhalt haben. Ich weiß nur nicht, ob ich da so einfach hinkomme. Ah! Ich wollte ja hier entlang. Huhu, Hanfaser. Habe ich ja so wenig von. Eieieiei. Na gut, dann gucke ich mir das nochmal schnell an. Bei bestem Wetter. Wählen. Sturm und Gewitter. Geralds Frisur hält. Und der Zauber auch. Oh, das sieht da oben nicht so freundlich aus. Deserteure wieder. Die mag ich doch. Oh. Och. Kinder, ich kann hier nicht mal richtig parieren, wenn ihr da seid. Das ist ja... Und, ich wollte eigentlich hinter dich rollen und dann einmal einen kräftigen und ein paar lüde Schläge hinterher. Aber so mache ich mal ein bisschen mir was einfangen. Oh, da doch lieber die kräftigen Schläge, offenbar. Na, wenn das gegen dich reicht. Einmal schön durchbohren. Was ist da für ein Umkreis? Wie auch immer. Da mache ich mal hier ein kleines Feuerchen drauf. Haha. Und ein bisschen Honig mitnehmen. Ein Honig to go quasi. Und mal schauen, was hier oben zu finden ist. Eine Truhe. Oh, der hat leider nichts mehr. Da muss ich dann doch die Truhe zwangsläufig plündern. Waffenreparaturset. Das ist doch schön. Hab hier. Das könnte vielleicht eine Waffe sein. Gucke ich mir mal gleich an.
Oder kann ich das überhaupt? Mal schauen, kann ich mir die Rezepte angucken, die ich habe? Handwerk. Dann gucken wir doch mal, ob wir die Harpie irgendwo finden. Harpie, da ist das ja. Benötigt Stufe 37. Davon sind wir gelinde gesagt ein kleines bisschen entfernt. Aber das kann ich ja zumindest bald bauen. Das ist ja zumindest etwas. So. Ein kleines Stückchen weiter kann ich sicherlich noch. Das wollte ich nicht. Ein Schutzschild ist etwas hübscher. Das mache ich doch gleich. Ja, Schild benutzen muss gelernt sein. Ich bin selbst dazu zu doof. Wobei, ich kann das ja alles auf die Konsolensteuerung zurückführen, dass das auf PC nicht ganz ausgegoren ist. Immer besser, das auf andere abzuwälzen, wenn man selbst unfähig dazu ist. Aber ich drücke immer zu lang die Taste, das ist furchtbar. Boah, King of the Hill bin ich gleich. So, einmal die Fernkämpfe ausschalten. Wobei, ich warte den Angriff ab und mache eine Parade. Ja, ein Konter, meine ich. Oh. Und weg mit dir. Ja, das war doch einfach. Ja, Leute, ihr könnt hier wieder einziehen. Macht's euch gemütlich, ein bisschen Farbe, ein paar neue Vorhänge. Und das sieht wieder aus wie neu. Aber erstmal muss ich hier noch ein bisschen plündern. Eine Krone. Ja, ich guck ja. Oder auch nicht. Ein Kräuterkundler. Was? Was hast du mir denn anzubieten? Hast du was Interessantes? Oh, Rezepte zum Beispiel und kleine Quenglyphen. Schneesturm, weiße Möwe. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so die ganzen Alchemie-Rezepte brauche. Ich spiele ja jetzt nicht auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Sei gegrüßt. Ja, grüße dich. Zeig mir doch mal deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Warte mal. Das hat fast das gleiche Angebot wie die andere Taverne. Das ist ja irgendwie armselig, was sich heutzutage Taverne schimpft. Aber gut, eben das Seine. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht kriege ich zumindest ein paar brauchbare Sachen. Wenn sich hier schon nichts Brauchbares... Oh, meisterhaftes Rüstungsreparaturset. Das kann man doch wirklich gebrauchen. Wenn sonst nichts Brauchbares zu handeln ist, dann muss man eben klauen. Wobei gewissermaßen gehört das ja den verstorbenen Deserteuren. So argumentiere ich einfach mal.
und damit eigentlich mir, was ich mir im Kampf geholt habe. Ausgenommener Fisch. Lecker, lecker, lecker. Sei gegrüßt. Nein, wir hatten schon das Vergnügen. Leb wohl. Keine Truhe? Meine Tante sagt, ist ja langweilig. Ja, ein bisschen Alk. Tröstet über einiges hinweg. Hier muss doch noch irgendwo eine Truhe sein. Nee, leider nicht. Ja, dann lassen wir das erstmal so stehen und schauen, dass wir beim nächsten Mal weiter in die Nähe kommen. Erstmal wird das, glaube ich, der nächste Ort sein. Und von dort werden wir dann mal sehen, dass wir hier hinkommen. Bis dahin verabschiede ich mich aber erstmal und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Daddlezeit mit The Witcher 3. Tschüss.